Für unser kleines Internetprojekt brauchen wir ein Bild und das soll eine nächtliche Landschaft werden. Ihr könnt für dieses Bild jedes x-beliebige Malprogramm eures Vertrauens nehmen. Wünschenswert wäre nur, dass das Bild nachher als PSNG oder als JPG gespeichert wird. PNG ist insofern besser, weil PNG Transparenz kann und damit sind wir unter Umständen später noch weit beweglicher. Und ich mache das jetzt hier mit GIMP vor. Ich habe hier gesagt, wie groß das Bild sein soll. Da habe ich eingegeben 600 und 300, also 600 breit, 300 hoch. Und in den erweiterten Einstellungen sorge ich dafür, dass die Füllung transparent ist. Das bestätige ich mal mit OK. Dann habe ich jetzt hier meinen Malbereich. Und ich kann hier mit einem Pinsel in einer sehr dunklen Farbe, ich habe hier einen ziemlich dunklen Braunton. Lass mal ein kleines bisschen heller, einfach damit man es besser sieht. Male ich jetzt hier eine nächtliche Hügelei. Dann schnappe ich mir den Farbeimer und kippe hier unten braune Farbe aus. Das ist jetzt mein Erdboden. In einem ganz leicht anderen Braunton kommen jetzt ein paar Baumstämme. Die sind da schon, ja, fast schwarz. Also. Das wird jetzt ein Baumstamm. Dazu wieder den Pinsel. Da ist ein Baumstamm. Da ist ein Baumstamm. Da ist ein Baumstamm. Da ein paar Ästchen dran. Ja. Die werden wir nachher gleich auch in Teilen übermalen. Ich nehme jetzt die Sprühpistole. Hier kann man sagen, wie groß die sein soll. Und hier kann man auch aussuchen, welche Werkzeugspitze das sein soll. Mal das hier nehmen. Ja, das ist zu groß, also deutlich kleiner. Zu klein. So, ganz passabel. Einen dunklen Grünton. Und dann sprühe ich hier mal so den ersten Baum. Das Bild lässt sich nachher noch veredeln. Also drei Bäume in nächtlicher Landschaft. Und dann brauchen wir noch den Mond, der da ja aufgegangen sein soll. Das soll eine Sichel werden. Also ich nehme hier die elliptische Auswahl, ziehe mir einen Kreis auf und ziehe von dieser Auswahl mit dem Werkzeug hier oben etwas ab. Ich ziehe einen zweiten Kreis daneben auf. Jetzt ist eigentlich nur noch die Sichel hier markiert. Wenn ich jetzt immer sage, die Kanten werden ausgeblendet oder eben auch nicht, dann erscheint der Mond eben scharf konturiert oder eben auch nicht. So, ich nehme einen etwas wärmeren gelben Ton, nehme meinen Farbeimer und kippe das hier aus. So, da ist der Mond mit einem kleinen weichen Bereich drumherum. Dieses schwere Kunstwerk werde ich jetzt in zweierlei Hinsicht speichern. Einmal als GIMP-Datei, damit man es später verändern kann, und einmal als PNG-Datei, die brauchen wir für das Internetprojekt eigentlich. Also ich nehme hier erstmal die Auswahl raus, dann sage ich Datei, Speichern unter und jetzt kommt der Dateiname. Er sollte beinhalten euren Familiennamen ohne Umlaute und dergleichen mehr. In meinem Fall hieß es dann also und Köhler Nachtbild. Und dieses Nachtbild speichere ich jetzt auf den Desktop. Das hat er brav gemacht, steht hier oben. Und das gleiche wiederholt sich jetzt. Ich exportiere es. Ich verwende den gleichen Dateinamen Köhler Nachtbild, aber eben als Dateinamenserweiterung PNG exportieren. Macht er gleich. So, damit haben wir dieses Bild auf dem Desktop und die zweite Version, die Ursprungsversion auch. In GIMP können wir das also jederzeit verändern. Und das Bild, was wir eben exportiert haben als PNG, das schickt ihr mir bitte als E-Mail. Ich werde es dann im Internet speichern und in meiner Antwort bekommt ihr einen Link, wo ihr dieses Bild findet. Ich bin auf der Internetseite www.werken-online.de. Und dort gebt ihr bitte einfach danach ein. Werkenonline.de/
9, Schrägstrich, kompletter Dateiname eures Bildes, einfach nur um zu gucken, ja, es hat geklappt. Und mein Bild, das hieß Köhler-Nachtbild.png. Da kommt es. Und das, was jetzt hier so hellgrau ist, das ist transparent. Ich habe hier einen Browser-Tab aufgemacht, einen eigentlich dritten, und suche jetzt im Internet, zum Beispiel bei der Wikipedia, nach dem Abendlied von Matthias Claudius. Das habe ich jetzt mal angeklickt und ein kleines bisschen weiter unten kommt dann dieses wunderbare Lied. Ich kopiere mir die ersten paar Strophen. So, ich habe hier drei am Wickel und sage mal kopieren. Dann startet ihr bitte den Online-HTML-Editor, den ihr ja schon aus der vergangenen Stunde strgv sollte es einfügen. Und alles, was hier unten ist, das löschen wir weg. Dann sieht das so aus. Ganz oben schreiben wir vielleicht nochmal die Überschrift hin, die kopiere ich mir nochmal. Da steht sie. Und jetzt können wir das hier aufhübschen, zum Beispiel als Überschrift, als Boing. Dann kommt unser Bild zum Tragen. Das Bild hätte ich gerne unter der Überschrift und dann sage ich mir hier einfügen, Bild. Und jetzt gebe ich ein die Internetadresse, die ihr von mir per Mail geschickt habt. Und ich nehme natürlich meine. Und die kann ich jetzt hier einfach rauskopieren. Schalte wieder zurück und ich sage mal hier, füge mir das mal bitte ein. Ich sage okay. Dann taucht das Bild da auf und da steht es. Das hier ist der HTML-Quelltext und alles das, was wir jetzt hier tun, hat dann hier auch Auswirkungen. Zum Beispiel eben hier das Ganze zentriert gesetzt. Oder hier und das Ganze zentriert gesetzt. Und beim Bild sollte das eigentlich auch klappen. Damit habe ich eine ganz simple Internetseite programmiert. Und diese Internetseite, die müssten wir jetzt ja speichern. Das geht so einfach nicht. Wir kopieren hier den kompletten Quelltext und fügen ihn in eine Textdatei einfach ein, zum Beispiel im Editor, und dann können wir die tatsächlich im Internet verfügbar machen. Und damit man weiß, von wem das ist, schreibe ich jetzt hier einfach noch drunter, gestaltet von, ja, schreibt er auch wirklich, steht ein Ö. Was fällt denn hier auf? Das Ö ist umschrieben, also ein O-U-M-L mit einem kaufmännischen Und davor und einem Semikolon hinten dran. Damit ist es auch für ja, englischsprachige Länder verfügbar. Aber jetzt eben, ja, wie mache ich das? Ich kopiere mir das komplett und starte dann den Editor. Drängelt sich jetzt in Vordergrund. Hier füge ich das ein und sage Datei speichern unter. Und das nenne ich genauso wie die andere Datei auch. Und jetzt ist es wichtig bei der Endung HTML. Das Ganze ist jetzt auf dem Desktop gespeichert. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Genau. Und diese Datei, die kann ich dann im Browser ansehen. Ja, der Editor hat jetzt seine Schuldigkeit getan, habe ich zugemacht. Und ich sage jetzt mal hier oben bei Datei, da
Datei öffnen. Ich hangel mich auf meinen Desktop, da habe ich den Kram ja hingespeichert. Die Datei heißt Köhler Nachtbild HTML und die öffne ich jetzt. Nach einer kurzen Bedenkzeit, das Bild kommt ja aus dem Internet und nicht von meiner Festplatte, taucht das jetzt hier auf. Diese Datei, euer Name minus Nachtbild, schickt ihr mir bitte auch. Und ihr ahnt schon, wo ihr sie dann wiederfindet, in dem betreffenden Ordner bei werkenonline.de.